Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem etwas anderen Video. Dieses Video richtet sich an alle Streamer unter euch, die dasselbe Problem wie ich haben oder hatten. Ihr wollt ganz normal streamen, wie ihr es auf der PS4 zum Beispiel gewohnt wart. Ihr habt ein Headset auf, euer Stream hört euch, euren Game-Sound, euren Game-Chat und so weiter und ihr müsst auf nichts verzichten. Jetzt ist das Problem, die PS5 und die neue Xbox haben keinen optischen Eingang und die Problematik ist einfach, ihr müsstet jetzt theoretisch streamen, ohne dass ihr ein Headset tragt oder ihr greift mit einem Mini-Klinken-Headset, keine Ahnung, euren Sound von eurem Monitor oder eurem Fernseher ab. Habt aber keinen Sprachchat, könnt euch nicht mit euren Mates unterhalten, aber euer Stream kann wenigstens den Game-Sound hören. Das ist eine richtig, richtig bescheidene Geschichte. Ich habe eine Lösung gefunden, wie ihr diese ganze Sache umgehen könnt. Ganz kurz zu meinem Equipment, damit ihr auch wisst, dass das zu euch passt. PlayStation 5 ist klar, ich habe ein Headset mit einem optischen Eingang, das ist ganz wichtig. Ob das auch mit einem Headset funktioniert, was nur ein USB-Stöpsel hat, und keinen optischen, das kann ich euch nicht sagen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, bitte spart euch Fragen an mich. Ich bin auch nicht der größte Technikfreak. Ich zeige euch lediglich die Lösung, wie es bei mir funktioniert hat. PlayStation 5, Elgato HD 60 Plus ist angeschlossen. Ein Switch braucht ihr und es ist ganz wichtig, ihr dürft keine 0815 Switch benutzen. Ich habe erst diesen Switch benutzt. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich diesen Switch probiert. Hat nicht funktioniert. Die haben zwar beide funktioniert, aber nur in 1080p. Aber wenn ich nur in 1080p streame, da brauche ich mir auch keine PlayStation 5 oder eine Xbox holen. Wir wollen ja in 4K zocken. Und die Problematik ist die Herzzahl. Und das ist auch ein Riesenproblem. Es gibt kaum einen HDMI-Switch mit Audio-Extraktor, das ist nämlich ganz wichtig. So ein Teil braucht unbedingt auch einen optischen Eingang, damit es für meine Lösung funktioniert. Und auch ganz wichtig, ihr müsst, das kennt ihr als Streamer, ich sage es der Vollständigkeit halber einfach, ihr müsst in eurer PlayStation, das mache ich gleich mal kurz und einfach nur für euch, um das zu zeigen, ihr müsst vorher, ich habe schon zig Videos gesehen, wie die Leute euch zeigen, wie ihr das alles anschließt und dann heißt es, macht die PlayStation an und ihr müsst HDCP deaktivieren. Wo ich mir denke, warum sagt ihr das jetzt? Das müsst ihr den Leuten sagen, bevor sie alles anschließen. Also, zuerst in die Einstellung gehen, HDCP deaktivieren. Sonst bekommt ihr kein Bild, egal wie perfekt ihr das angeschlossen habt. Also, in die Einstellung gehen, System, HDMI. Und dann hier, dieser Punkt muss deaktiviert sein. Jetzt habe ich ihn nämlich aktiviert. So, als wäre es ganz normal die Grundeinstellung. Ich habe kein Bild. Jetzt aktiviere ich es wieder, deaktiviere ich es wieder. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Die Elgato checkt sonst nicht, dass da ein Signal übertragen werden soll. Also ganz wichtig, deaktivieren. Benutzt keine 0815 HDMI-Kabel. Ist auch extrem wichtig. Und vor allen Dingen, schaut das Video bis zum Schluss. Es gibt gewisse Einstellungen, die ihr noch machen müsst. Und es gibt eine Einstellung in der PlayStation, die müsst ihr immer wieder ändern. Wenn ihr den Kasten ausgeschaltet habt, macht den wieder an, müsst ihr eine gewisse kleine Einstellung wieder ändern, damit der Sound auch übertragen wird. Ganz wichtig. Also, spart euch so eine Billigdinger. Die Problematik ist die Herzzahl. Der Kasten hat 30 Hertz, ist zu wenig, Bild wird nicht übertragen, nur bei 1080p. Das Ding, beide eigentlich 4K-fähig, aber die Herzzahl ist zu gering, also keine Billig-Scheiße kaufen. Meine Lösung, Link in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, könnt ihr bei Amazon Prime, könnt ihr euch das bestellen. Kostet 61 Euro, ist sein Geld aber wert. Das war wirklich die letzte Variante, die funktioniert hat. Der hat HDCP 2.2, keine Ahnung, wofür das gut ist. HDMI 2.0, 4K-fähig. Und wie gesagt, er braucht unbedingt in meiner Lösung hier, wird das scharf, hier so einen optischen Eingang und der hat 60 Hertz und nur mit 60 Hertz könnt ihr auf 4K das übertragen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das alles anschließt. Schaut es wirklich bis zum Schluss, falls irgendein Fehler auftritt bei euch und irgendwas nicht funktioniert, guckt es nochmal von vorne, wo könnte vielleicht der Fehler sein. Alles klar, los geht's. Ich kann euch aber auch raten, bevor ihr vielleicht eure Elgato dazwischen schaltet, könnt ihr das auch erstmal alles anschließen ohne die Elgato, um einfach erstmal zu checken, ob es überhaupt funktioniert. Dann geht ihr einfach mit eurem HDMI-Kabel, was von der PlayStation, das geht in eins dieser vier Eingänge. Und dann packt ihr einfach das HDMI-Ausgabekabel, das geht von eurem Monitor hier rein. Ganz, ganz simpel. Erstmal nur, um zu checken, ob das 4K-Signal ankommt und ihr ein Bild bekommt. Kriegt ihr kein Bild, könnt ihr euch diese ganze Ansteckerei sowieso sparen. Und natürlich muss das Stromkabel drin sein. Und auch ganz wichtig, es gibt hier verschiedene Einstellungen, die müssen passen. Auch das
Das Eingangssignal vom Audio muss auf 5,1 CH stehen. Das zeige ich euch gleich, wenn alles angeschlossen ist. Wir haben hier verschiedene Tasten. Es gibt aber auch eine Fernbedienung, mit denen könnt ihr das ganz normal einstellen. Ich stöpsel das jetzt einfach mal alles an. Wie gesagt, dass ich euch als Streamer nicht sagen muss, wie man eine Elgato anschließt, der Vollständigkeit halber ist klar. Hier dieses kleine USB-Kabel, das ist das Kabel, was an der Elgato dran ist. Das geht zu eurem Rechner, dass das Bild dann nachher auf eurem PC überträgt. Dieses HDMI-Kabel ist das, was von unserer PlayStation hier reingeht, quasi in den Eingang der Elgato. Und das Ausgabe-HDMI-Kabel, beziehungsweise der Ausgangsanschluss, geht von der Elgato jetzt in eines dieser, Moment, falsch rum, in eines dieser Eingänge. Ich nehme jetzt einfach mal hier die drei. Die sollten alle funktionieren. Das sollte klar sein. So, dann nehmen wir das Kabel, das ist an meinem Monitor angeschlossen. Auch klar, das geht in den Ausgang. Das ist extrem wichtig. Zack. So, dann hauen wir hier natürlich noch das Powerkabel dran. Auch klar, muss ich sie sicherlich auch nicht erklären. Zack. Und jetzt sollte es hier anfangen, so langsam aber sicher schön zu leuchten. Jetzt geht's los. Jetzt sieht man hier schon so ein paar Lampen leuchten. Hier sollte natürlich klar sein, die erste Lampe hier, diese Lampe zeigt, dass wir auf dem Eingang HDMI 1 sind. Wir sind aber hier hinten auf der 3. Also schaltet per Fernbedienung oder einfach per Select auf. Zack. Das ist die 2. Hier ist die 3. Hier stehen auch die Zahlen dran. Das sollte auch klar sein. Und ganz wichtig, hier, ich kann jetzt auch mal, jetzt fängt nämlich mein Monitor schon an zu leuchten und der erkennt, dass irgendwas los ist. Moment, ich schalte einfach mal um, damit ihr seht, dass hier irgendwas passiert. Unten ist schon das PlayStation-Signal, das kommt schon an. Ihr solltet aber trotzdem das Ausgangssignal auf, na, noch eins, also 2.0 funktioniert schon mal nicht. Wenn ich jetzt Audio auf 5.1 setze, hier sollte es normalerweise stehen, funktioniert das auch. Ich mache jetzt erstmal wieder hier, da ist das Bild schon wieder da. Ich mache jetzt erstmal wieder hier auf diesen Bildschirm. Und jetzt ist klar, jetzt sollte hier noch euer Headset, das optische Kabel von eurem Headset reinkommen. Das ist ganz klar. Das hauen wir hier rein. Ist das richtig rum? Zack. Und dann ist alles richtig angeschlossen. Ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, die Fehlerquelle, die sein könnte, der erkennt nicht immer gleich, welches Kabel wo dran ist. Also schaut, dass der Eingang, den ihr hier gewählt habt, auch hier ausgewählt ist. Das hat nämlich gerade bei mir nicht funktioniert. Und dass eben der Sound auf 5.1 steht. Das soweit dazu, wie man es anschließt. Und jetzt zeige ich euch einfach, dass der Sound auch funktioniert. Wenn die Ausschläge bei euch nicht kommen, startet einfach euer Stream-Programm nochmal neu. Ich wechsle jetzt hier einfach mal in diese Ansicht, um euch die Ausschläge zu zeigen. Ihr seht hier müsste normalerweise jetzt ein Ausschlag kommen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob die richtige Einstellung schon getroffen ist. Das ist nämlich eine Einstellung, die müsst ihr immer treffen. Moment, die zeige ich euch erstmal hier. Ihr müsst hier auf Ton gehen. Das müsst ihr jedes Mal machen, wenn ihr eure PlayStation ausschaltet und wieder anmacht, müsst ihr das jedes Mal ändern. Mikrofon sollte auf USB-Headset sein, also das Headset, was ihr habt. Das sollte aber normalerweise standardmäßig schon so sein. Und hier ist ganz wichtig, ihr müsst immer auf Audio-Ausgabe gehen, Ausgabegeräte. Und müsst das auf HDMI-Geräte stellen. Und schon habe ich einen Sound. Und die Einstellung müsst ihr immer und immer wieder machen. Mehr müsst ihr hier nicht ändern. Jetzt gehe ich noch mal kurz hier in dieses Bild und ihr seht hier, der Ausschlag ist da. Wenn ich diese Einstellung jetzt rückgängig mache, mache das wieder auf USB. Pupp, geht der Ausschlag raus und ihr seht nur, dass mein Mikrofon, was ich hier angeschlossen habe, was ich im Stream benutze, damit ihr mich hören könnt, quasi das hier ist klar. Das ist dann quasi das, was nur als Eingang gezeigt wird. So, jetzt zeige ich euch einfach nochmal hier. Ich schalte wieder auf HDMI und schon ist der Ausschlag wieder da. Und ich höre vor allem den Sound auch hier. Mal gucken, ob man das hier mitkriegt. Ja, es ist, ich muss euch jetzt nicht zeigen, dass das Headset funktioniert. Das kriege ich jetzt nur schlecht übertragen. So, das war eigentlich alles, was ihr machen müsst. Ist eigentlich relativ simpel. Geht zwar ein bisschen länger, das Video, um euch aber genau detailliert zu zeigen, wie es funktioniert. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, 61 Euro. Sollte bei euch irgendwas nicht funktionieren, schaut euch einfach das Video nochmal von vorne bis hinten an, ob ihr vielleicht den Fehler selber entdeckt habt. Sollte es dennoch nicht funktionieren,
Bitte die Frage nicht an mich stellen. Ich werde per Ferndiagnose euch sowieso nicht helfen können. Ich bin froh, dass ich eine Lösung gefunden habe. Jedoch kann es sein, dass es kein Allheilmittel für jeden ist. Das möchte ich nochmal betonen. Checkt einfach nochmal vernünftige HDMI-Kabel, keine 0815. Die sollten auch nicht zig Meter lang sein. So kurz wie möglich, sodass ihr aber die Distanzen zwischen den Geräten überbrücken könnt. Schaut, dass die Eingangssignale alle mit dem, was ich erzählt habe, übereinstimmen. HDCP deaktivieren, das ist das Wichtigste. Und vor allen Dingen den Sound, was ich zum Schluss gesagt habe, der muss immer wieder geändert werden. Diese Einstellung speichert sich nicht. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob es bei euch funktioniert hat. Wenn nicht, wie gesagt, eine Retour bei Amazon ist relativ simpel. Schiebt das aber nicht zu sehr auf die lange Bank. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert. Das soll es soweit gewesen sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst. Gebt mir ein Feedback. Wie gesagt, ob es funktioniert hat. Ansonsten gibt es bei mir auf YouTube regelmäßig Apex Legends Content. Auf Twitch gibt es regelmäßig Livestreams von Apex Legends, Cold War, COD, Spider-Man Let's Play. Natürlich auf der PS5. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.